Hallo Menschen, heute kommt der New York Times by the Book Tag, der so heißt, weil die New York Times wohl irgendwie mehrere Fragen immer an Schriftsteller oder Prominente stellt und daraus jetzt ein Buch gemacht hat, in dem die Fragen versammelt sind und Marie Burke, die ich euch auch unten verlinke, hat daraus eben einen Tag gemacht. Ich wurde jetzt von niemandem direkt getaggt, aber jemand hat in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mitmachen könnte, nämlich Vivi Haku heißt der, die... dasjenige. Und deswegen kommt heute der Tag. Die erste Frage lautet, welches Buch liegt zurzeit auf deinem Nachttisch? Und jetzt gerade Anfang April könnte das tatsächlich der einzige Moment im ganzen Jahr sein, in dem da mehrere Bücher liegen, weil ich normalerweise nichts parallel lese, aber durch dieses Projekt gemeinsam lesen, was ich ja mit mehreren mache, also zwei, sind zurzeit drei Bücher bei mir da. Das eine wäre Without You, There Is No Us über Nordkorea. Dann haben wir noch Chernobyl. Und wir haben das Attentat von Harry Mulisch. Die drei lese ich zurzeit mehr oder weniger parallel und die lagen auch tatsächlich bis vor dem Tag wirklich auf meinem Nachttisch. Also nicht irgendwo anders rum, sondern ganz, ganz so, wie es die Frage fragt. Als zweites wird gefragt, was war das letzte wirklich großartige Buch, was du lasst? Und das nutze ich nochmal, um Der schmale Pfad durchs Hinterland von Richard Flanagan in die Kamera zu halten. Ich habe eine ganze Rezension dazu gedreht und das ist das erste Buch, bei dem ich auch so richtig mitgeredet habe auf Instagram, dass Leute gesagt haben, oh, das habe ich mir jetzt deinetwegen gekauft und ich bin sehr, sehr froh, dass es ausgerechnet dieses Buch ist, denn das hat mich wirklich berührt, das hat mich aber auch literarisch begeistern können. Das war ja, inhaltlich und vom Aufbau her sehr, sehr toll und ich kann es nur empfehlen. Die dritte Frage lautet, wenn du irgendeinen Schriftsteller treffen könntest, egal ob tot oder lebendig, wer wäre das und was würdest du ihn fragen? Ich habe in der Vergangenheit, glaube ich, schon mal geantwortet, Paul Celan oder dergleichen, und dann ist mir mal bewusst geworden, dass ich eigentlich nicht besonders gut darin wäre, Autoren oder irgendjemanden zu treffen und mit ihnen zu reden, aber so eine Chance würde ich natürlich trotzdem nutzen. Ich tendiere irgendwie wieder so ein bisschen auch zu Dostojewski oder ich würde gern Shakespeare treffen und endlich mal klarstellen, wer nun diese Stücke geschrieben hat, ob das wirklich nur einer war, ob das mehrere waren. Ich war vielleicht auch daran interessiert, die Autoren der Bibel zu treffen, um mal zu fragen, was die sich alles so dabei gedacht haben. Und ja, sowas würde ich wahrscheinlich nutzen. Also ich hätte jetzt nicht so das Bedürfnis, irgendwie vielleicht auch einen lebenden Autor zu treffen und ich wüsste gar nicht, was ich ihnen sagen soll. Ja, sie schreiben toll, danke, das Buch hat mir geholfen und so, aber ja, ich weiß auch nicht. Da würde ich das lieber nutzen, um irgendwas herauszufinden. So, als viertes dann, bei welchen Büchern wären wir vielleicht überrascht, sie in deinem Regal zu sehen? Naja, da ich schon mal eine komplette Bücherregaltour gemacht habe, vermutlich über keines, aber das, was vielleicht Leute, die jetzt frisch einschalten, nicht so direkt erwarten könnten, eventuell zum Beispiel diese zwei Mangas sein. Das sind vor allem gerade welche, die eher so, naja, ihr seht es ja, sind ein bisschen blumig, ein bisschen niedlich. Das ist jetzt nicht so ganz mein Ziel, aber die Autorin, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, es tut mir sehr leid, Yuana Kazumi, fand ich halt von einem anderen so ein bisschen dystopischen, aber so ein sanft dystopisches Manga sehr interessant. War das jetzt Deutsch? Und deswegen sind die zwei auch zu mir gewandert. Ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr genau, um was es geht. Es gibt zwei Zwillingsschwestern, eine davon fällt in Ohnmacht und die andere versucht sie so ein bisschen zu retten, zu finden, also in ihren wie Träumen, in ihrem Bewusstsein, Unterbewusstsein, aber ja, das ist alles, was ich noch weiß und vielleicht erwartet man das nicht von mir, keine Ahnung. Dann wird gefragt, wie ich meine persönliche Bibliothek organisiere. Das ist zum Großteil nach Genre und innerhalb des Genres nach Autor, also nach Nachname des Autors. Es gibt so ein paar Besonderheiten, zum Beispiel stehen meine Reklambändchen einzeln und ich habe am Anfang des Regals so ein paar schöne Ausgaben, die halt dann außerhalb des Alphabets stehen. Aber ansonsten bin ich da recht rigoros, was das Alphabet anbetrifft. Die sechste Frage lautet dann: Welches Buch wolltest du schon immer lesen und bist einfach noch nicht dazugekommen oder irgendetwas, für das du dich schämst, dass du es noch nicht gelesen hast? Also schämen tue ich mich jetzt nicht, aber es gibt ganz viele große Namen, die da irgendwie noch stehen. Das geht los mit Virginia Woolf. Ich habe auch immer noch keinen Tolstoi gelesen, der aber schon hier steht. Genauso Charles Dickens. Unglaublich viele, selbst Deutsche. Ich habe noch nicht viel von Schiller gelesen. Goethe könnte auch mal wieder drankommen und dann blende ich euch jetzt nochmal ein, was meine Liste an Büchern ist, die ich kaufen möchte. Die habe ich irgendwann angefangen und ich war da recht enthusiastisch, dass es auf diese 3-4 Seiten passt. Und jetzt sind da schon überall Zettel reingerutscht und ich streiche wild durch und markiere teilweise mit Farben und schreibe dahinter, wer das empfohlen hat und komme eigentlich gar nicht mehr hinterher. Also es wird wirklich immer mehr. Es ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde es wirklich gut, dass man da so viele Inspirationen kriegt und manchmal schreibe ich auch ein Fragezeichen ran, wenn sich das dann in der Zeit schon geändert hat, ich mir nicht mehr so ganz sicher bin. Und ja, so sieht es bei mir aus. Als siebtes dann. Enttäuscht, überbewertet oder einfach nicht gut. Welches Buch hättest du vermutlich mögen sollen, aber
hast du es dann im Endeffekt doch nicht getan. Erinnerst du dich an das letzte Buch, was du nicht zu Ende gelesen hast? Ja, meine Liebe zu Moby Dick muss ich, glaube ich, nicht nochmal näher erläutern, aber ich erinnere mich tatsächlich an das letzte Buch, was ich nicht beendet habe, allerdings nur vorläufig. Und zwar war das Der Gebrauch des Menschen. Dieses Buch möchte ich unbedingt noch lesen, aber ich habe damals sogar, ich glaube, so 40 Seiten oder so reingelesen. Da habe kein Lesezeichen mehr drin. Will auch nochmal neu anfangen, weil ich gemerkt habe, dass ich absolut nicht in der Stimmung dafür bin. Und ich habe das Gefühl, das könnte eines dieser Bücher werden, was mich wieder recht bewegt, was mir nahe geht. Aber wenn es. Ach so, Lesezeichen, es hat ein Lesebändchen, ich bin doof. Auf jeden Fall möchte ich das nochmal im passenden Moment angehen und nicht einfach irgendwie jetzt auf Teufel komm raus zu Ende lesen und dann sagen, ach nee, es hat mir nicht gefallen, nur weil es einfach nicht der richtige Moment war. Als achtes wird dann gefragt, zu welchen Geschichten fühlst du dich hingezogen und gibt es irgendetwas, von dem du dich fernhältst? Normalerweise lese ich nicht viele Thriller und Krimis, auch keine reinen Liebesgeschichten, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt nicht aus Prinzip nicht lese, sondern weil es mich meistens nicht interessiert. Zum Beispiel werde ich jetzt ja für dieses Projekt gemeinsam lesen, sehr wohl einen Krimi lesen, aber es ist halt nichts, zu dem ich jetzt so automatisch greife oder wo ich in der Buchhandlung in diese Richtung gehe. Angezogen werde ich immer wieder von den eher traurigeren Geschichten. Ein Schicksal, eine Lebensveränderung, auch immer wieder Zweiter Weltkrieg oder Osteuropa finde ich interessant. Science Fiction, wenn es nicht so die reine Space Opera ist und nicht viel mit Piu, 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 sondern eher auf den Menschen bezogen Dystopien. Also immer wieder kann ich auch tausendmal im Prinzip dieselbe Geschichte lesen, gefällt mir immer wieder und vermutlich auch noch eine ganze Menge mehr, die ich, falls es mir einfällt, dann hier einblenden werde. Die vorletzte Frage lautet dann: Wenn du bestimmen könntest, dass der Präsident oder eben die Bundeskanzlerin bei uns ein Buch lesen sollte, welches wäre das? Über diese Frage habe ich vorher nicht nachgedacht. Die habe ich entweder nicht gesehen oder ignoriert. Was wäre das denn? Und dann machen wir einfach weiter mit der letzten Frage. Was hast du vor, als nächstes zu lesen? Und das ist recht einfach, dadurch, dass ich ja gerade vor allem diese zwei Sachbücher lese, die wirklich nicht sehr positiv und aufbauend sind, sondern mich irgendwie runterziehen, mich auf eine gewisse Weise auch frustrieren, vor allem Nocturia. Es macht mich, zeigt mir immer wieder meine Hilflosigkeit und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll teilweise. Habe ich mir gedacht, ich brauche danach unbedingt was Lustigeres, was Positives und da habe ich mich entschieden für Red Queens, ein Comic. Das ist auch meine Wahl für Chrissys Lese-Challenge diesen Monat, in dem man ein Buch lesen soll, was man selbst lustig findet. Ich hoffe zumindest, dass das so ist und ich glaube, dass es einfach ja eine schöne, bunte, eine lustige Geschichte wird. Vielleicht auch so mit ein bisschen sassy Charakteren. Wie sagt man auf Deutsch, weiß ich gerade nicht und es ist halt so, ja, recht. Also kindlich ist das falsche Wort, weil es auch durchaus blutig und ich glaube auch sexuell zugeht. Aber ich glaube, es wird eine lockere Geschichte. Und ich habe mir aber auch gedacht, dass ich zu den zwei Sachbüchern unbedingt noch zwei fiktionale Werke über dasselbe Thema lesen möchte. Und deswegen habe ich mich bei Chernobyl für Baba Dunyas letzte Liebe entschieden und bei Nordkorea für das geraubte Leben des weisen Yondo. Genau, und die stehen auch wirklich schon fest. Das war alles, was ich euch heute zu sagen habe. Ich finde diese Fragen tatsächlich ganz interessant, weil es mal so ein Reinschnuppern in das Leseleben ist. Deswegen möchte ich auch Leute taggen. Wie immer ist euch das freigestellt, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Aber ich versuche es mal mit Bücherwunder, Versthand, Prinzessinnen und Raben. Und das reicht eigentlich. Drei ist eine sehr, sehr schöne Zahl. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr könnt mir immer was sagen zu den Büchern, die ich euch vorgestellt habe oder was ich so gesagt habe. Und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.